Sie sind hier, 29. November 2018, 9.30 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten ist man immer auf dem Laufenden über die aktuellsten Transfers, Gerüchte und Spielermarktwerte. Die Transfermarktshow, ab heute auf YouTube und sport1.de. Alle relevanten Infos zu den Transferaktivitäten aller nationalen und internationalen Top-Clubs, das gibt es bei Sport 1 ab sofort in einem neuen YouTube-Format. Die Transfermarkt-Show gibt es ab sofort jeden Donnerstag um 18 Uhr. Die erste Ausgabe ist heute Abend auf dem Sport 1 YouTube-Kanal und auf sport1.de zu sehen. Neben den neuesten Transfer-News und Gerüchten thematisiert die Sendung auch Marktwerte von Spielern, Taktiken, Spielsysteme und Statistiken. Moderiert wird die Transfermarkt-Show von den vier Sport1-Moderatoren Lisa Ramuschka, Jana Wosnitzer, Philipp Strube und Nico Sepe, die wechselnd im Duo die Zuschauer begrüßen. Ein Erklärvideo mit allen wichtigen Infos zur Transfermarkt-Show gibt es hier. Zusammenarbeit mit im Football und Matchmetrics. Im Rahmen der Transfermarkt-Show arbeitet Sport 1 auch eng mit der Fußball-App im Football zusammen. Die kreativen Grafiken der im Football-Redaktion zu den unterschiedlichsten Transferthemen werden integriert. Ebenfalls mit an Bord bei dem Format ist Matchmetrics als Dienstleister im Bereich Sportdatenanalyse für die Darstellung der Leistungswerte von Spielern und Vereinen. Zudem werden in regelmäßigen Abständen Influencer als Gäste in die Show eingeladen. Jonas Beck, Head of Video und Product Owner Video bei Sport 1. In unserer Transfermarkt-Show verbinden wir genau das, was die Sport 1-User das ganze Jahr über suchen: News, Gerüchte und Infos zum Transfermarkt der internationalen Top-Ligen. Wir werden uns dabei in der Machart von gewöhnlichen Webshows abgrenzen und gezielt für eine junge Zielgruppe produzieren, mit jungen Moderatoren und kreativen Inhalten. Die Moderatoren der Transfermarkt-Show, VLNR, Jana Wosnitzer, Philipp Strube, Nico Sepe und Lisa Ramuschka. Urheberrecht Sport 1. Neben der neuen Transfermarkt-Show auf YouTube berichtet Sport 1 auch weiterhin im Transfermarkt-Channel auf sport1.de, im Transfer-Ticker und im Video Transfermarkt in 90 Sekunden über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Neue Digitalformate von Sport 1. Die Transfermarkt-Show reiht sich ein in die neuen Digitalformate, die Sport 1 seit August gestartet hat. Dazu gehören unter anderem die erste digitale Boxcasting-Show Deutschlands, Sport 1, The Next Rocky, das interaktive Split It bei Instagram und das Videoformat Sport 1 History. Jetzt die Sport 1-App herunterladen. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen. Mehr.